Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Starbound zusammen mit dem Queen. Hallöchen. Und den Treasured Trophies. Ja, ich hatte gehofft, dass ich bei dem auch verkaufen kann. Ich muss gleich unbedingt mal verkaufen gehen. Ich würde sagen, jetzt als erstes, bevor wir irgendwas verkaufen, machen wir unsere Mission zu Ende. Jawohl. Wir haben letzte Folge haben wir die ganzen Apex da gescannt. Jetzt mal so eine Frage an dich. Was glaubst du, welches Volk als nächstes kommt? Meins. Glaubst du? Ja. Oh, die Arena Tussi hat auch wieder eine Quest für uns, ne? Jo. Aber erstmal. You found all the clues we need to locate the Apex Artifact. This is brilliant, dear. We've come so far. Kriegst du einen Beutel für den du keinen Platz hast, oder was? Achso, wollte schon sagen. Oh, ein Manipulator mit Module. Wir haben ein Schwert bekommen, das total kacke ist. I'm afraid the Apex Artifact is being held in a Minignon Stronghold. It may be hard to get access, dear. Please be careful down there. Blablabla. Ja. Oh. Mission obtained. Schneller! Ja, Entschuldigung. I have received coordinates for the Minignon Stronghold. Knock knock. Who's there? E-Beams. Warte mal kurz mal eben hier Affenscheiße in den Schrank räumen. Damit wir ein bisschen Platz haben. Warte, du stopfst einen Affen in den Schrank? Nein, Affenscheiße. So. Das nicht aufs Gleiche raus? Außerdem muss ich noch ein bisschen Essen aus dem Kühlschrank mitnehmen, da ich ja gerade zwischen den Folgen wieder gestorben bin. Ohne Worte. Ich wollte eigentlich für die nächste Aufnahme nochmal das ruinierte Haus finden, bin verreckt, auf dem Weg mein Zeug wieder zu holen, bin ich nochmal zweimal verreckt und hab dann zu Marco gesagt, leck mich. So. Ich hab gesagt, nein, das mache ich auf jeden Fall nicht. Reicht's nicht eigentlich, wenn wir ein Schiff nehmen? Ja, wir müssen einfach mit Missions müssen wir dann dahin. Ach ja, stimmt, wir porten ja gar nicht. Ha, ja, siehst du mal. Ich deploy schon. Mein Gott, haben wir hier Punkte mittlerweile drin? Sind wir die alle schon mal angeflogen? Sah so viel aus. So, und was sind jetzt bitte Minignock? Muss ich mir an Eggnock denken, also an hier. Ja, weiß er auch nicht, ne? Sieht aus nach Dschungel. Ja. Okay. Banana. Damit können wir die Apex bestechen. Ach du Scheiße. Soldier, hey, quick, Soldier. We need you down in the tunnel. Oh wait, you are not one of mine. If you here to join the my name's Lana Black. Okay, also. Okay. Da ist ein Knopf zum Drücken. Okay, wir sollen ihre Verteidigung lahmlegen. Okay. Looks like we've consonanted with the rebel attack against the Minignon. I think this will be advantage to both them and us, dear. Cool, der Feind schon, wenn ich hier nur lese. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal erst mitkämpfen und dann lesen. Oh, ein Knopf. Oh, ein Knopf, alle von einem Knopf. Yeah, Kanalsystem. Wo ist denn meine Outbreak? Okay. Do not enter. Scans show this facility is densely defended by heavily armed guards patrolling on every level. Ja, und jetzt? Ach da. Warte, was ist da? Ach, ja, wir haben da oben eine Tür geöffnet. Ja, trotzdem kann. Da ist eine Truhe. Achso, ah, okay. Das ist ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich glow schon wieder so komisch, als wenn ich irgendwas gegessen hätte. Oh. Ein Affenbolo? Warte mal auf mich. Ja. Hier war nichts. Also da oben war jetzt gerade so ein Affengeneral als Holo, oh. Der hat aber nichts gesagt oder so. Rebel Soldier trying to sneak by. Echt, wie kommst du darauf? Ich bin doch nicht mal ein Affe. Soll ich auch runterkommen oder soll ich oben bleiben? Ah, ich komme mal mit. Du kommst gar nicht zum Lesen hier. Nee, komme ich auch nicht. Nee, war jetzt ernst gemeint. Also die Texte rattern da jetzt gerade so durch. Ich bin einfach zu gut. Ich leuchte hier wieder so ein komisches. Okay, Sensor. Ich habe einen Knopf gedrückt. Ins Gesicht.
Ich bin übrigens bei uns fürs Knöpfedrücken zuständig. Merk schon. Warte mal, hier oben ist noch ein Knopf. Da ist auch noch irgendwas. Oh, jetzt hast du das Wasser hier beleuchtet. Ah, okay. Da geht's weiter. Okay, jetzt müssen wir. Ach du Scheiße. Okay, irgendwie cool gemacht. Muss man ja mal sagen, auch mit den Sensoren, dass die Sachen halt. Ah. Noch eine Kiste. Nein. Bildet. Leaves, ne, brauche ich nicht. Ich habe mein Shadow Outfit. I'm the Shadow. Oh, guck mal, hier hast du wieder die Sensoren hier oben. Ja, die haben wir vorher, die haben wir letzte Folge, glaube ich, schon gesehen. Ja, ja, nur weil sie jetzt hier so massiv nochmal auftreten. So, ich vermute mal, da sind. Du hast einen Rebellenkopf auf Helm auf, das weißt du, ne? Ja. Ich hab mir nur noch der Brustpanzer. Affen! Affen, Affen! Das sind doch Affen, oder? Ja. Danger, danger, high voltage. Will der Affe uns was tun? Der ja, er will uns was tun. Immer dieses Scientist. I'm not a monkey. Headshot. I'm a scientist. Gut. Wer die Referenz versteht. Knopf drücken. Weiter rechts? Oder? Ja, ne? Ja, da kommen wir rein. Problem ist echt, dass ich null Healing Material wieder habe, ne? Also du musst mich mit am Leben halten. Vielleicht vorher noch mal nach Hause gehen sollen, was craften. Ah. Hast du schon ich habe gerade voll Schluck auf. Halt mal, ich esse mal eben was. Denn wenn ich satt bin, heile ich ja ein bisschen mehr. Hallo? Irgendwie reagiert er nicht drauf, wenn ich ihn attackiere? Ja, hat aber ganz schön was, muss ich sagen. Was sagt der Computer? Ich hab... Ach, toll. Ich habe auch keine Zeit da irgendwie. I applaud your tentacious moxies in the pursuit of complex goals. Ich habe keine Ahnung, was er mir damit sagen möchte. Bist du runtergetroppt? Oh, das sind so mutierte Affen. Brauch dringend Heilung. There's strange life signs down in the depth of the lab. Entschuldige. Ah, dieser scheiß Husten, haben wir so ein bisschen, ne? Ja, da mein Sohn letztens ja meinte, mit dem Husten nochmal, oh, ich regeneriere mal eben, den Husten aus mutierten Kinderviren zu geben, leide ich da immer noch runter. Hm. Scheiße, sitzt halt irgendwie so fest, hat. Ja, weiß ich nicht. Nervt einfach nur noch. Denke ich mir. Aha. Jo. Okay. Okay. Bin ungeduldig. Nein. Ich hoffe, den Brustpanzer hier noch irgendwo. Ja, ich muss sowieso zwischendurch schon aufpassen, weil ich total verwirrt bin teilweise. Oh. Ja. Weil die Affen sehen alle gleich aus. Okay, wir folgen dem Hologramm. Ne? Oh. Okay, ja. Wir sollten vielleicht echt nicht unüberlegt zwingend jeden Knopf drücken, was meinst du? Ach, was soll's. Mach mal Boah, Spaß. Boah, Drecksvieh. Da. Oh, das klang auf jeden Fall nice, wie der geplatzt ist. Wir beide, da brauchen wir jetzt irgendwie Schlüssel. Ach, guck mal, hier in der Mitte, der lädt auf. Kriegen wir jetzt Schlüssel her? Ich weiß nicht, ob die Dinger quasi, wenn die kaputt gehen, das Ding aufladen. Hier in der Mitte dieser große rote Balken füllt sich. Ich glaube, wir müssen einfach nur überleben. Na, guck mal, jetzt kommen nämlich wieder neue da links. Und vielleicht kommen die so lange, bis das hier voll aufgeladen ist. That's possible. Oh, hier kriegen wir aber gut Bauteile her, ne? Die wir irgendwie noch nie gebraucht haben. Ist ja egal. Mann, jetzt krieg ich schon wieder raus aus dem Spiel, ey. Jetzt hat.
So, soll ich nochmal den Knopf drücken? Nö. Ich hab's gedrückt. Oh, wir sind gleich vom Bosskampf. Ja, toll. There's a well-established stronghold of the, you know. The Mad God. Ja, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig lesen, fuck. I know you always sensibly cautions, dear, but I think the time extra care should. Big Ape is a profoundly dangerous enemy. Ja, komm, okay. Ja, schon. Ach, jetzt geht's. Was gerufen? Hä? Warte, geh mal einen Schritt zurück. Ah. Big Ape klingt jetzt so ein bisschen, als wenn King Kong am Haus hängt, ne? Ich will die Bilder haben. Okay, cool. Big Ape. Der Scream. Ist das Big Ape? Eieieiei. Meine Maschine, oder? Ja. ja. Modern Day. Oh fuck. Um Gottes Willen! Ja, ich schieße auch immer Schwerter aus meinen Augen. Mein liebstes Hobby. Ist super, dass es bei mir so ruckelt. Hilfe! Hilfe! Um Gottes Willen! Wie das überleben? Ach du Scheiße, ich bin gleich down. Ich weiche den irgendwie gerade recht gekonnt aus, aber ich... Verdammt, da an der Seite sind sie... Okay, halt durch! Ah, okay, wir haben ja, bei dieser Station haben wir wieder einen Checkpoint, ich weiß. Dafür sind diese Stationen da. Aber irgendwie bin ich zu blöd, die Tür aufzumachen. Ah, au, 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 au. Ja, eins meiner Teile ist kaputt. Oh, scheit, jetzt kommt Bullet Hell, ich hasse Bullet Hell. Au. Hallo? Was machst du? Die Tür geht nicht auf. Ich verstehe diesen Mechanismus nicht. Geh mal zurück. Ja. Du weißt, was ich meine? Die Rauch auf. Gott! Muss das sein? Dann muss man vielleicht mit dem nochmal. Jetzt ist er offen. Hä? Okay. Oh, mein Erste-Hilfe-Set. Nimm mal mit. Ich geh vor allem ganz normal auf. Ist egal. Ja. Die da unten geht auf, wenn sie Bock hat. Es ist natürlich wieder voll gefühlt. Ach komm. Ja. Hab ich eigentlich noch irgendwas zum Heilen dabei? Ich hab jetzt ein Erste-Hilfe-Paket und so ein... Oh, upsi. Ups, das ist super. Ja. Oh, ich kann 160 Salben craften. Ach, du Scheiße. Ja, du musst jetzt kurz aushalten. Ja. Hilft leider nix. Das muss erstmal lang. Ich komme. Man ist schon cool so als Gegner, der Typ, muss man ja mal sagen. Aber diese Raketen sind gerade echt abgefuckt. Jo. Oh, oder die Affenfäuste. Ah. Gib ihm. Eieieiei. Also er selber macht, glaube ich, keinen Schaden, wenn du ihn berührst. Nur die Tower, ne? Oder habe ich das jetzt gerade falsch gesehen? Also einen von denen habe ich einfach mal kaputt geschossen. Dann sind wir beide direkt. Oh Gott, die Raketen sind mies. Jetzt kommen wieder die Affenfäuste. Einer ist down. Oh, genau, da bin ich verreckt. Ich hasse Bullet Hell. Ich kann Bullet Hell nicht. Bullet Hell ist meine größte Schwäche.
So. Ja, ich hänge jetzt gerade wieder an der Tür. Ja, lass dir Zeit. Ich bin tot. Echt? Ja. Was soll das mit der Tür? Ich glaube... Mal gucken, ob es jetzt funktioniert, wenn ich die Affen hier wieder reinlasse. Hä? Die hängt, glaube ich, mit der anderen Tür zusammen. Welche andere Tür? Die Eingangstür, wo die Affen standen. Okay. Irgendwie ist das gerade echt Mist. Next round. Wenn wir irgendwie dieses komische Bullet Hell da nicht werden. Wenn wir wächst die Tür nicht wäre, sagen wir so. Ja. Och, jetzt kommt die wieder. Einfach irgendwie, ich springe einfach irgendwie und meistens klappt es auszurecken. Jetzt kommt wieder der Dörder. Nein, es kommt der. Wie hab ich das jetzt überlebt? Aua, okay, nevermind. Ich bin gleich übrigens schon wieder down. Ja, ich auch. Aber er hat auch nicht mehr so viel, das ist das Ding. Ja, sobald wir jetzt eins von den Towern zerstören, genau, jetzt hat er wieder mehr. Ja, das hatte ich fast befürchtet. Oh, ne, jetzt kommt der Bullet Hill. Nein, nein, ich will nicht! Nein, nein! Ich lebe gerade noch, ich lebe gerade noch. Du musst... irgendwie versuchen mich zu beenden. Nein! Nein! Das ist, weil dieser dämliche Affe hier vorne erstmal 5 Stunden quatschen muss. Okay, ja, ich bin auf jeden Fall wieder unterwegs. Noch lebe ich. Okay, ich bin auf der letzten Treppe. Halt noch durch. Okay, ich bin wieder da. Oh nein. Oh Gott. Heilen. Oh, ist das intens? Los. Fast haben wir wieder einen. Ich glaube, die Teile teilen sich die Leben. Also wenn wir einen abballern, treffen wir quasi alle damit. Aber jetzt sollten wir wieder halbwegs voll sein, glaube ich. Oh nein, ich würde. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hasse Bullet Hell wie die Pest. Ich verstehe nicht, wie man solche Spiele überhaupt mögen kann. Das ist mir ein gänzliches Rätsel. Versuch mich zu übereilen, wenn der Affe mitmacht. Nein, ich bin tot! Sorry, ich kann das halt überhaupt nicht. Okay. Was? Ja. Toll, die Tür ist wieder zu. Was macht dieser Drecksaff hier? Weil die, guck mal, die hängt hier mit dieser Haupttür zusammen. Nur wenn die Haupttür auf ist, ist die zweite Tür. Ich hau dem gleich auf die Schnauze, ich schwör dir. Na ja. Komm jetzt, beeil dich! Ja, ist doch gut. Ich wollte ja nur mal checken, ob der Affe jetzt wieder da durchdreht. Ja, du bleibst stehen und guckst, ob er da stehen bleibt. Das macht keinen Sinn. Doch, das macht Sinn, indem ich wissen will, ob man das Event irgendwie beenden kann, damit die Tür aufbleibt. Und solange wir den Boss nicht gestartet haben, passiert doch nichts. Das ist doch nicht so. Ich will das fertig kriegen. Das nervt dieser Boss, diese Tür. Aber ich bezweifle, wenn man das irgendwie programmiert, dass ich bitte ändert den Scheiß. Das ist ja ein Zustand. Das gibt's nicht, Du hast ja gar nichts zum Heilen dabei, kann das sein. Oh, nö, ja, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Ich habe nichts zum Heilen. Ja, sag halt, dass du was zum Heilen brauchst. Ich gehe davon aus, dass du die ganze Zeit nicht zum Heilen kommst. Nein!
Aber wie auch immer das jetzt gegangen ist. So, ich bin wieder unterwegs. Bist du wieder tot, oder? Ja, ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich hab jetzt den Dreh raus mit der Tür. Hatte nur 500 Jahre gedauert, dass wir das gecheckt haben. Vielleicht solltest du jetzt gleich mal irgendwie mit Absicht dann sterben. Weil? Ne, dann bist du wieder voll. Wieso? Ich habe eh Bandagen. Okay, dann heil dich hoch. Ich halte so lange die Stellung hier. Ich fange die Raketen ab. Ich bin fast hochgeheilt gewesen, als du das gesagt hast. Als ich geguckt habe, warst du es nicht. Das, der Angriff. Ja, der Angriff von ihm ist eigentlich total sinnlos, weil dem kannst du total easy ausweichen, wenn du nicht in seiner Nähe bist. Okay, jetzt habe ich gerade ein Problem. Okay, okay, jetzt kommt er zu mir. Oh, dieses Huren-Ding, ne? Ah. Ja, bei mir sieht man mal wieder sehr oft den Todesscreen. Ja, bei mir auch gleich, wenn du das so erlebst. Heilen! Nein! Ah, oh, ich bin gerade. Es leckt die ganze Zeit dabei so, ich kann ja, nicht. Ja, das bringt nichts. Ich geh jetzt nach Hause. Und mach mir Heal-Zeug. Ich kann dir ja was craften, Mann. Ja, aber ich brauche die großen Sachen, die kleinen Bandagen bringen ja nichts. Weil ich kraft gerade 86 von den Bandagen. Wenn ich so viel von dem Zeug dabei habe. Außerdem müssen wir die Folge an der Stelle eh beenden, wir machen den Affen beim nächsten Mal. Oh Mann, ey. Ja gut. Weil jetzt sind wir, glaube ich, gerade auch an dem Punkt, wo wir beide so unter Stress stehen, dass das jetzt eh nicht funktioniert, selbst wenn wir Heal Material haben. Ja gut, du hast Folgenende. Habe ich Folgenende. Dann, ja. Haut da rein und so. Und, oh, guck mal, Living Root. Hast du Living Root? Muss ich mal gucken, ob ich das so... ja, beim nächsten Mal machen wir dem Affen den Gar aus. Das macht einfach so keinen Sinn, solange, A, wir gerade so auf 180 sind wegen dem Scheißaffen und B, ich keinen vernünftigen Heal habe. Ich werde jetzt gucken, dass ich Medikits mache. Und dann nehmen wir den Affen beim nächsten Mal einfach auseinander. Dann sagen wir bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao. Oder so.